So, moin moin, herzlich willkommen liebe Leute. Weiter geht's im LS22. Jetzt mal wieder mit Holz, ne? Forst. In der letzten Folge habt ihr gesehen, war mal ausnahmsweise so eine Timelap-Folge, um ein bisschen Holz loszuwerden. Ihr könnt natürlich gerne nochmal in die Kommentare auf YouTube auch mit reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ich so ein Part normal machen soll, um uns den letzten Wald hier eben auch noch zu entfernen. Heute möchte ich jetzt aber hier vorne erst nochmal einen Holzjagdverkauf platzieren und dafür bei Tools Holz direkt Verkauf. So, jetzt können wir natürlich auch besser sehen, wie wir ihn platzieren. Der hat ansonsten keine Einwirkung auf den Boden oder irgendwas. Von daher, man kann ihn jetzt hier ruhig einmal platzieren. Böden füllen, dann werden wir einmal verkaufen. Und gut ist. So, dann laufen wir mal hier. Da müsste eigentlich schon unser Holz-LKW schon wieder irgendwo stehen. Wir hatten ihn ja einmal zum Sägewerk geschickt. Also eine Ladung von unserem Holz. Ne, zwei, ne? Ich glaube, der steht vielleicht sogar auch noch beim Sägewerk. Oder wie war das? So sieht es nämlich aus. PF Position Farming. Dann laden wir das einmal ab. Dann würde ich sagen, nehmen wir das auch gleich hier, ne? Lassen wir es gleich vom Sägewerk verarbeiten, ist das Holz weg. Holz ist ja auch immer so eine Performance-Geschichte. Aktuell haben wir 420.000 drin und wenn wir jetzt auf Einnahme hier, ne, auf Holz einnehmen klicken, haben wir jetzt 492.000 drin. Also immerhin 70.000 Holz waren das. 500.000 haben wir. Sollte nicht mehr so häufig so schnell uns oben stören. Ja, dann haben wir natürlich noch viele, viele Bäume zum Fräsen. Da kriegen wir bestimmt noch 3, 4, 500.000 Liter Hackschnitzel zusammen. Auch schön für die Zellstoffproduktion. Später natürlich auch wieder für die Pellets. Produktion und auch Heizkraftwerk. Wenn wir mal oben gucken, also Hühnerfleisch. Ich weiß nicht, ob die Hühner sich schon wieder vermehrt haben. Haben wir noch nicht geguckt heute. Also heute haben wir uns bisher noch gar nicht um die Tiere gekümmert. Beim letzten Mal haben wir Tiere zum Schlachter gefahren. Und er arbeitet ja auch. Und oben ist schon, also hier Zellstofffabrik ist 2 Tage, ist also eine lange, lange Zeit. So, aber gucken mal, ob wir das Holz, was wir hier haben, ob das schon reicht, um da einen schönen großen Haufen mit aufzubauen. Ich hoffe natürlich nicht auf der linken Seite. Doch, geht doch. Nur ein bisschen Zeit verzögert. Ich hoffe natürlich, dass es schon ähnlich viel wird wie letztes Mal. Dann schmeißen wir gleich wieder ein bisschen Holz weg. Oh, ich habe den. Da habe ich den falschen platziert, ne? Ich wollte den eigentlich aufs Feld platzieren. Naja, egal. Nicht so schlimm. Mal platzieren wir das oder ne, machen wir das ganze Holz so rum. Vielleicht lasse ich mir den Abladepunkt noch mal anzeigen. Abladeposition anzeigen ist der hier. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen Numpad minus ein bisschen mehr in die Mitte haben möchte. Mache ich das so. Toll, einer ist unten blöd gefallen. Ne? Das macht natürlich gleich alles unordentlich. Ich weiß nicht richtig, zwei sind blöd gefallen. Einmal der hier. Und der hier, ne? Das ist feiner Graf. Vielen, vielen Dank und mal moin. Schenk von einem Sub. Danke dir. Moin moin.
Ach nee, jetzt hat er sich doch wieder den hinteren genommen. Ach nee, blöder LKW. Dachte, ich hätte rechtzeitig auf Aufladen Stopp gemacht. Und da wird noch eins verschenkt. Umbrella Angel, danke dir. Heute wird aber hier, ne, rausgepickt. Danke dir für Support. Ja, das war der Schalke, wichtige Punkte gemacht gestern. Hoffen wir, dass Bayern jetzt gleich los, ne? Wer ist dafür? Eins in Chat. So. Muss ich ein bisschen weiter rumfahren. Ich weiß gar nicht, habe ich Aufladen schon ausgemacht? Nicht, dass ich... Genau, nicht, dass ich mir gleich wieder was von den bereits abgeladenen schnappe. Vielleicht können wir es auch einmal kurz ein bisschen zusammenschieben. Soll ja ein schöner Haufen werden, den wir hier machen. Schöner Haufen. Wie zwei. Ach ja, gut, du bist ja Schalke. Das ist ja klar. Ich bin auch dafür Schalke. Ne? Tschüss, Schalke. Bochum als Derby reicht. Ist schon anstrengend genug. Nicht gegen Hertha. Ja, ich glaube auch nicht gegen Hertha. Aber ich weiß nicht. Also ich hoffe immer noch auf ein ganz kleines Glücksding am Anfang. Also Bayern, ne, die ersten zwei Chancen trifft Bayern nicht. Und so ein Querschläger vom Hertha trifft dann, weil ne, Bayern ist ja auch aktuell nicht jetzt die Weltmacht. Schon werden die richtig nervös. Ja, also das Spiel Dortmund, ne, mit dem Schiri, der hat ja wohl schon eingesehen, dass das schuld ist. Also dass er das wirklich komplett vermasselt hat als Schiedsrichter, nicht, also seinen Auftrag definitiv nicht erfüllt hat. Also ne, die Leistung war unterirdisch schlecht. Na gut, ne? Ist natürlich immer ärgerlich, wenn es jetzt Dortmund trifft. In diesem Moment als Dortmund-Fan. Wenn man schon Videoschiedsrichter hat, sollte man sie auch nutzen und so weiter und so fort. Ne? Also entweder ist es, ja, ne, kann ich nur diskutieren. Also wer, ne, das war Gott eine schlechte Leistung. Und natürlich echt ärgerlich, gerade so am Ende der Saison. Aber, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, wenn Dortmund jetzt nicht Meister wird, brauchen wir auch nicht nachher die Schiedsrichter die Schuld geben, sondern hätte man halt gegen Bochum, Schalke, Bremen, Stuttgart mehr als nur unentschieden spielen müssen. Ne? Und ich meine, wir sind noch nicht am Ende der Saison. Es sind noch ein paar Spiele. Wir werden auf jeden Fall, ich hatte es auch vorher auch gesagt, habe ich gestern auch nochmal erwähnt. Ich habe schon bin davon ausgegangen, dass es nochmal hoch und runter geht. Also, dass nicht Dortmund am Ende oben steht. Aber ich weiß auch noch nicht, ob Bayern das ganze Restprogramm gewinnt und Dortmund vielleicht jetzt die Heimspiele beide gewinnt und Bayern dann gegen Leipzig verliert und so weiter und so fort. Also, ups, warte nicht, dass er wieder auflädt. Ich freue mich, dass die Meisterschaft spannend ist und hoffe natürlich auch für mich als Dortmund-Fan für ein positives Ende. Ganz genau, selber schuld. Ich meine, gut, Punkte lassen, das heißt ja nicht, dass man Hin- und Rückspiel gewinnen muss. Aber klar, also... Man ist dann selber schuld, auch wenn natürlich klar jetzt gegen Bochum der Schiri das mit zu verursachen hat, aber das ist ja nicht, wenn es an den zwei Punkten scheitert, das kannst du es trotzdem sagen, okay, ne, man hat es selber in der Hand gehabt. Dortmund hatte diverse Chancen, hätte ganz entspannt ein zweites, drittes Tor machen können, nur da war leider wieder vorne ein bisschen, ja, nicht zielstrebig genug in den letzten Metern. Die Chancen waren genug da. Und dass es beides Fehlentscheidungen waren oder sogar drei Fehlentscheidungen. Also das erste Tor hätte nicht unbedingt gegeben werden müssen, weil es ein klares Foul ist und dann entsteht das Tor. Das hätte ich sogar eher noch abgepfiffen als dieses Handspiel. Weil Handspiel, das ist tatsächlich, finde ich, ist er in der, er fällt und will sich abstützen und er kriegt den Ball an die Hand. Also das ist eher so eine Abstützbewegung, wo ich sage, komm, also da wieder Hand zu geben, nee, aber das Foul, das ne, war klar. Sowohl das 1:0 von Bochum hätte als Foul gewertet werden müssen, meiner Meinung nach, als natürlich dann auch die Elfmeter-Geschichte und hätte Gelb-Rot eigentlich zur Folge gehabt und ja, hätte wenn und aber, ist erledigt. Wenn Bayern jetzt die letzten 5 Spiele gewinnt, ist es auch erledigt.
Aber ich glaube, weiß ich nicht. Mal gucken, was die Tuchel-Pause gebracht hat. Ob sie heute jetzt härter mit 6-1, 7-1, keine Ahnung, was vom Platz fegen. Oder ob es eine knappe Nummer wird, ne? Das ist eher Wunschdenken. Wir werden sehen. Was war denn eigentlich los mit Bremen-Schalke gestern? Aber ich meine, klar, das ist im Abstiegskampf. Auch Hertha wird sich heute zerreißen, glaube ich. Ich meine, die haben den Trainer gewechselt. Alle fast vor Hertha haben Punkte geholt. Und wenn sie noch den letzten Strohhalm noch haben wollen, dann müssen sie auch gegen Bayern heute alles geben. Ne? Deswegen. Und hoffe mal, ne? Ich gucke es mir nicht an, aber natürlich gucke ich mir den Stand zwischendurch an. Aber mehr auch nicht. Uli war ja da und hat die Aufstellung gemacht. Kann jetzt gar nichts schief gehen. Ja, weiß ich nicht. Gar nichts schief gegangen. Ich glaube, Uli hat eher vorgestern sich mit dem Schiedsrichter von Dortmund getroffen. Oder ein Mittelsmann von ihm und so ein kleines Köfferchen überreicht. So. Ach nee, falsche. Wieder die falsche Schiene beim Beladen. Waren schon krass schlechte Fehlentscheidungen, also echt unglaublich schlecht. Ist natürlich auch fies, also der Typ hat jetzt ja auch extrem schlechtes Gewissen. Das dann auch schon, ne? Das ist natürlich auch damit, die Verantwortung zu haben als Schiedsrichter in der Bundesliga, denn man steht ja auch immer komplett im Mittelpunkt. Ist nicht einfach, aber natürlich verdienen die auch zigtausend Euro pro Spiel und haben sich das ja nun mal ausgesucht, ne? Die machen das ja auch freiwillig. Oder halt des Geldes wegen, oder keine Ahnung. Schwierig. Schwierig. Er hat ihn zu Wurst eingeladen, ja. Auf lebzeitfreie Wurst im Stadion. Und hier wahrscheinlich auch hier VIP Ehrenlounge in Allianz Arena. So ein Ding ist das nämlich. Ich mache nicht mehr so lange. Also diese Folge noch und dann noch eine und dann sind wir tatsächlich schon folgentechnisch wieder am nächsten Wochenende angekommen. Ich will aber jetzt das ganze Holz noch sammeln. Schönen Haufen aufschütten. Dann werden wir einmal verkaufen. Machen das gleich noch als Twitch-Chat-Spiel. Könnt ihr wieder tippen, mehr oder weniger als. Was auch immer. So, abladern. Wieder hier. Nicht immer alles wiederholen. Das schon. Sind der Big Bayern-Fan auch schon ein bisschen aufgeregt aufs Spiel oder so nach dem Motto egal? Bei Bayern ist es ja eigentlich egal, ne? Die machen dann Akebars draus, ob man jetzt das 11. Mal oder keine Ahnung, was Meister wird oder nicht. Auch egal. Lädt wieder hinten oder wo lädt er? Ja, genau, er lädt natürlich wieder hinten. Keine Lust, jedes Mal nachzugucken. Ist so nichts dafür übrig, Laura. Es war ein ganz normales Fußballspiel. Bremen hat verloren und ob es nur Schalke ist oder Bayern oder Dortmund, ne? Doch egal. Verloren ist verloren. Braucht man sich jetzt auch nicht wild drüber aufregen. Das macht doch keinen Sinn. Davon wird das Ergebnis auch nicht anders. So. Ich brauche mich jetzt auch nicht mehr tagelang und stundenlang und Wochen und Monate über das Spiel gestern oder vorgestern Freitagabend aufregen, weil es ist gewesen. Thema ist durch.
So, Land von Holz starten. Ne, wollen wir nicht starten. Das richte ich jetzt aus. Ich gucke mal nur zur Sicherheit, ob er aus ist oder nicht. Sieht doch schon mal gut aus. Haben wir hier drüben alles weggesammelt? Ja, ne? Hier ist schon alles weg. Das war schon ganz praktisch, dass wir es aufs Feld raufgezogen haben. So ist es halt als Werder-Fan. Weiß ich nicht. So ist es halt als generell, aber das macht keinen Sinn, Dauer. Leg dich doch lieber über deine über die Bremer auf, weil die haben wir verloren, oder nicht? Ich reg mich dann ja auch eher über Dortmund auf, dass sie es nicht geschafft haben, noch das Tor zu machen, obwohl sie genug Chancen hatten. Soll ich mich denn jetzt noch weiter über den Schiedsrichter aufregen? Vielleicht die Fehler in der eigenen Mannschaft zu suchen, wenn die eigene Mannschaft zu, ne, nicht gut genug war, um gegen irgendeine andere Mannschaft zu gewinnen. Warum sollte man dann groß wild böse auf die andere Mannschaft sein, sondern vielleicht auch eher auf die eigenen, wenn sie zu blöd waren zu gewinnen, ne? Und da sehe ich das falsch. Jetzt aber, jetzt lag keiner mehr da, ne? Ja, dann regt sich über die Abwehr auf, ist auch in Ordnung. Fühle. Egal. So. Das soll mal reichen. So viel ist es gar nicht an Holz, ne? Aber ihr könnt jetzt gerne noch mal gleich, ich mache jetzt mal gucken hier. Einmal so. Das ist der kleine Haufen Holz. Sind aber ein paar dicke Stücke bei. Und ich weiß nicht, ich habe die Bäume natürlich nicht mitgezählt, aber ich mache jetzt mal schnell auf Twitch noch eine Vorhersage. Beim letzten Mal war es dann doch deutlich weniger Geld, ne? Habe ich das nicht mehr. Auf wie viel Geld bringt die Ladung plus Umweltbonus, ne? Ja, ich weiß nicht genau. Ist ein bisschen schwierig zu tippen. So, glaubt ihr, das sind mehr als 220.000 oder glaubt ihr, das sind weniger als 220.000? Auch wenn man so das mit dem letzten Mal vergleicht. Alle Stücke liegen hier auf jeden Fall im Verkaufstrigger drinne. Und hier sieht es ein bisschen mehr aus. Also, wie viel bringt diese Ladung Holz? Wird auf jeden Fall gleich noch aufgelöst. Boah, da liegt noch ein Holz irgendwo. Müssen wir noch einmal. Ach, der kleine. Ja, komm, der entscheidet nachher die 200. Ja, ja, ne? Sonst nervt er aber klar demnächst bei der Feldbearbeitung. Was macht eigentlich der Flug? Also bevor ich jetzt auf Verkaufen klicke und ihr noch abstimmen, gebt Punkte aus, liebe Leute. Haut Punkte in den Pott, wer wollt. Traut euch. So, Kalksteuer können jetzt erstmal weg. Und demnächst steht Kartoffelroden an. Quatsch, Kartoffeln, Rübenroden. Da brauchen wir ein paar Abfahrer. Und bei drei Rübenfeldern brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen zweiten geliehenen Rübenroder. Weil das alles mit einem zu machen, weiß ich noch nicht. So, den können wir für Sämaschine brauchen, weil Sämaschine brauchen wir keinen schnellen Trecker. Ne? Da können wir. Oh, also ich meine, wir brauchen keinen Fan dafür, also keinen schnellen Fan, der irgendwie, sondern einfach nur jemand, der auf dem Feld ordentlich arbeitet, gehört dazu. Genauso wie der auch. Ja, was moin.
So, guck mal, da haben wir die Zeit nochmal schnell zum Aufräumen genutzt. Jetzt mal wieder. Na, guck mal. Er ist fast fertig. 12 Minuten noch. Also das schafft er heute noch, wenn er gleich nicht nochmal festhängt. Dann sind wir hier. Wo ist denn unser Hackschnitzelfahrer? Den brauchen wir. Achso, den haben wir ja zurückgesetzt. Versuchen wir es also nochmal gleich auf Feld 46, ne? Ohne ins Wasser fahren. Dann sauber das Fahrzeug jetzt. Egal. So. Nicht verklickt. Inwiefern hast du 4 Punkte gesetzt oder was? Oder was verklickt? So. Wo ist der Hackschnitzel? Ah, der ist auch sogar komplett leer wieder da. Da hat er alles weggebracht. Den wollen wir nämlich in der nächsten Folge nochmal nutzen, um die ganzen Bäume, die wir da noch wegfräsen. Obwohl, die ganzen, ne? Das sind 2 große und statt können wir wieder losschicken. Noch mal ein bisschen was Größeres an Holz, halt der Haufen. Also ich muss ehrlich, mir den auch ein bisschen größer erhofft. Wie viel war es? Liegt da noch? Muss ich erstmal gucken. Was hat denn jetzt die Umfrage ergeben? Vorhersage da. Also mehr als 220.000 glauben 66%. Glauben weniger, aber der Pott ist größer. Der Pott ist doppelt so groß nach dem Motto. Also die positiv denkenden hauen deutlich mehr Punkte rein, als die, die glauben, dass es weniger ist als 220.000. Also, es sind mit Umweltbonus, ich habe gesagt inklusive Bonus, 230.000. Gerundet fast 240.000. Also 20.000 mehr. Glückwunsch an die, die richtig liegen. Es waren weniger als die, die falsch, also weniger gesagt haben. Ergebnis wählen. Mehr als 220.000. Glückwunsch. Sorry für die anderen. Punkte sind raus. Und unser Konto ist wieder ganz gut gefüllt. Also das lohnt sich doch ein bisschen, ne? Ich glaube, das werde ich in den nächsten Tagen nochmal machen. Hier, ne? Weil hier sind ja noch einige Bäume, die noch weg müssen. Und auf der anderen Seite auch. Und dann könnten wir das Feld schön vergrößern. Wir brauchen, glaube ich, aber trotzdem noch einen Hackschnitzelabfahrer hier mehr für die Zeit. Dann könnte man erstmal die ganzen Bäume rausnehmen, die wir halt nicht brauchen können. Und 33 Punkte mehr. Überschaubar. Ich habe die Deko-Windräder nicht mehr verkauft. Hast du das Land gekauft? Und dann so stolzer Landbesitzer. Und verklickt und trotzdem gewonnen. Ja, großen Anteil wahrscheinlich dann, wenn man viele Punkte investiert hat. Hat man natürlich auch einen großen Anteil von dem Bot. Wenn man irgendwie 113.000, weiß nicht, oder 100.000 Punkte gesetzt hat. Das ist wie gesagt direkt am Teich, lassen wir wahrscheinlich weg, aber da müssen wir dann eh nochmal mit Felderstellung fliegen und gucken, nicht dass hier, wenn das irgendwie zu hubbelig ist, mal nochmal ein bisschen Platz ziehen. Das ist die Box all in one. Jo. Ist gut. Baumstumpen, aber natürlich auch ganze Bäume, Zeugschnitzel.
So, den Baum können wir nicht mitnehmen, das ist zu groß. Also eine Birke bringt halt nur 2% circa. Hier ist noch irgendwo einer auf dem Weg. Da ist noch einer. Jetzt haben wir diese Seite tatsächlich von den Birken schon ganz gut befreit. Einer noch. Und wieder ab zur Zellstofffahrt. Vielen Dank fürs Reinschalten, die Leute. Eine Folge machen wir noch. Sam, vielen Dank und tschüss.